Dixi-Zentrale, der Fintan. Guten Abend. Das ist der Adrian, hoi Fintan. Guten Abend, Adrian. Du, ich fahre ja morgen Morgen. Kannst du mir ein bisschen gut schauen, wenn ich die erste Fahrt habe? Jawohl, deine erste Fahrt morgen ist 8:30 Uhr, Adliswil. Das ist gut so, okay, das passt. Tschüss und schönen Nachmittag. Super, schönen Abend, bis morgen. Danke. Dann warte ich noch aufs Mail. Danke. Morgen, Fintan. Schönen guten Morgen, Adrian. Kannst du mir ein bisschen gut den Rapport und den Wagenschlüssel geben? So, dann hätten wir hier einen Rapport und Schlüssel. Dann können wir noch schnell abgleichen. Dann die letzte 16:30 Uhr, Zürich-Limmertalstrasse, Zürich-Lütihof. Super, das habe ich auch. Gute Fahrt. Und der Fahrer bin ich extrem zufrieden und ich glaube, ich kann das auch beurteilen. Ich darf das selber sagen, weil ich eigentlich praktisch jeden Tag fahre. Im Dixi-Fahrzeug fühle ich mich sehr sicher, weil ich gute Erfahrungen gemacht habe und darum kann ich natürlich auch sehr entspannt im Wagen sitzen. Das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Qualität von Dixi empfinde ich beides als sehr gut, weil man natürlich zu sehr fairen Preisen sehr flexibel fahren kann. Und das ist natürlich für uns sehr schön.
Politik ist meine Freiheit. Kann ich angehen, wo ich will. Mit meiner Frau, mit meinen Freunden. Ich kann Konzert gehen. Mit Beiz. Mit Flur. Super. Also, Qualität ist super. Die Fahrer sind gut, sehr sympathisch. Manchmal sogar sehr lieb. Und was soll ich noch sagen? Dass ich glücklich bin, dass die Taxi gibt. Also wenn ich denke, dass ich nächste Woche muss ich nach Griffensee gehen und kostet nur, darf ich sagen, 22 Franken. Also das finde ich grossartig. Mit einem privaten Auto, mit einem privaten Chauffeur, was will man noch mehr? Es war eigentlich ganz klar, dass ich nach der Pensionierung mit frisch gewonnener Zeit etwas Positives anfangen will, und zwar auf freiwilliger Basis. Warum jetzt gerade Dixi-Taxi? Ich muss jetzt sagen, ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich bin in einem kleinen Dorfverein und ich bin jetzt der vierte Dixi-Fahrer. Ich muss noch dazu sagen, es fahren alle heute noch sind aktiv. Das sagt eigentlich alles über die positive Art von Dixi. Für mich selber ist eigentlich jeder Einsatz beinhaltet immer etwas Positives. Durch das, dass ich eigentlich immer am gleichen Tag fahre, habe ich auch immer etwa ein bisschen die gleichen Fahrgäste. Also Dixi würde ich jedem weiterempfehlen, weil ich sehe das bei mir selber. Es ist eine persönliche Bereicherung und man kann auch das Sichtfeld tut man ein bisschen ausweiten. Und eines dürfen wir nicht vergessen, es ist nicht selbstverständlich, dass es allen so gut geht wie uns. Ganz selbstverständlich war es nicht. Und alles andere als Pflicht. Doch Hilfe kam für uns von Ihnen. Deshalb Sie großen Dank verdienen. Verdienen so einen großen Dank. Und wann meldest du dich?